Ich weiß nicht, wenn ich dich nach der Meinung fragen kann. Jerseys. Das ist für ein Pullover, Alter. Hier ist halt cool im Laden, ganz in verschiedene Mannschaften. Schau mal, mit Nummer 10 sieht so fresh aus. Geil, dass sie die Nummer 10 jetzt hat. Willkommen also zur Folge Nummer 1 unseres neuen Shopping-Formats. Heute absoluter Ehrengast Anton am Start. Du warst jetzt auch schon wieder unterwegs. Was war der letzte Start im Vlog? Ein sehr positiver für uns. Frankreich gegen Deutschland in Lyon. Oh, ja. Extrem viel Spaß gemacht. So Florian Wirtz mit Musiala-Kombi. Close dahinter. Ja, und auch das Tor. Das machen wir wegen nach 7 Sekunden. Ja, 8 Sekunden. 7, glaube ich. Schnellstes Tor der deutschen Geschichte. Und dann natürlich bei dir wieder alles im Vlog, ne? Das war auch voll Glück, dass ich das überhaupt drauf hatte. Ja, damit zu rechnen, ne? Ich habe am Anfang noch so die Stimmung gefilmt, so Allez le bleu und so, ne? Ja. Und dann auf einmal drehe ich Kamera, ich so, Leute, Wirtz bekommt Ball. Ich so, schieß, bumm. So, was geht hier auf? Aber das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir starten mal rein mit den neuen Trikots. Aber was ist so deine Meinung, wenn du das neue weiße Trikot und Jersey siehst? Ja gut, du hast mich ja schon vorhin darauf aufmerksam gemacht. Das ist mir davor auf den Bildern gar nicht aufgefallen. Und das ist hier so dieses schöne DFB-Muster. Ja, das wirkt deutlich hochwertiger. Ich dachte, das ist einfach nur weiß. Ja. Genau, das finde ich auch dann. Und vor allem diesen Teil hier an den Schultern mit dem Farbverlauf. Ich fand sogar das langärmelige Trikot, also das hat Havertz auch getragen, weil da ist unten ja auch nochmal der Farbverlauf. Das fand ich noch fresher. Ich finde, das wirkt ultra geil. Klar ist immer, wenn es so ein bisschen mit Grafik arbeitet, bei klassischen Designs immer so ein bisschen, man mag es oder man mag es nicht. Ja. Aber ich finde, gerade durch dieses Muster kombiniert sich das ultra gut. Und dagegen haben wir natürlich hier beim Auswärtstrikot ein bisschen gewagter. War in der Presse, entweder man mag es oder man mag es gar nicht. Was sagst du? Also ich persönlich, ich finde es richtig cool. Ja, safe. Also, also rein vom Optischen jetzt so, ne, es ist halt mal was anderes, was Gewagtes. Aber ja, ich verstehe natürlich die Leute, wenn sie sagen, ja, das ist jetzt nicht dieses klassische Deutschland-Trikot und so. Aber why not? Also ich finde es war was Frisches. Ja, für mich finde auch mittlerweile ist Trikot nicht nur Trikot-Verein, sondern auch eigentlich Fashion-Lifestyle außerhalb des Twitch. Und ich muss sagen, mit so einem Jersey. Ich glaube, die wollen halt damit auch ein bisschen mehr die Jüngeren ansprechen. Ne? Ja. Die Älteren können sich ja ganz normal das holen. Ne? Und die Bock haben, können das halt auch rocken. Ich kann mir vorstellen, dass man damit halt einfach so durch den Sommer so läuft. Ja. Auch wenn man die Stadt läuft, mit seinen Kollegen irgendwas essen geht und so. Safe. Also ich feiere das Ultraglas, ist mal was komplett anderes. Aber und so sommerlich cool. Auch. Ich sehe mir schon dieses EM-Sommermärchen. Ja, ich denke, keine Ahnung, in München, wenn ich da am Bach liegen würde mit diesem Trikot, ne? Das ist ja schön. Ja, mal schon. Hoffen am Ende des Tages sind noch die Designs auch irgendwie egal, weißt du, Hauptsache man hat eine geile EM. Und ich denke auch, wenn die erfolgreich wird, dann wird man auch mit dem Trikot eine positive Zeit verbinden. Safe. Immer gespannt, ist immer die Skepsis am Anfang, aber wie es sich dann entwickelt. Aber was sagst du generell so zum DFB-Kader? Gab es da für dich eine große Überraschung, sowohl positiv als auch negativ, was die Nominierung angeht? Ach so, ich dachte, du meinst jetzt den Ausrüsterwechsel. Also ich fand es halt geil, dass halt so auch so Kicker gesetzt wird wie Mittelstädt. Der hat sein Debüt gegeben, der hat so abgeklärt gespielt. Kroos hat ihn auch voll gelobt im Interview nach dem Spiel. Und ja, ansonsten Andrich. Ja. Ich finde, früher war immer dieser Bayern-Block, ne? Also, gefühlt die halbe Mannschaft war immer Bayern-Spieler. Jetzt haben wir halt Kimmich gehabt von Anfang an und Musiala, dann drei Leverkusener und Dortmunder nicht. Ja. Aber dann noch zwei Realspieler, einer Barca, einer Arsenal. So, ich finde es eine richtig geile Mischung und natürlich die Stuttgarter. Ja, der Stuttgart, Bayern und Leverkusen, das so als Dreier-Mischungsblock fand ich sehr, sehr nice. Ja, ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr EM-technisch abgeht. Also die Vorfreude ist natürlich groß bei einer eigenen Heim-EM. Das heißt, wir werden auch die Trikots wahrscheinlich überall sehen. Aber wir haben natürlich hier im Store nicht nur die Deutschland-Trikots, sondern wir wollen natürlich auch mal bei den Vereinen vorbeischauen. Mhm. Weil ich glaube, da gibt es auch den einen oder anderen Verein, den du wahrscheinlich supportest. Deswegen. Das ist eigentlich krass, weil obwohl Messi weg ist, verkaufen wir immer noch die meisten Trikots der Welt. Das ist geil. Wir haben keinen Haaland. Genau, kein Haaland, kein Mbappé, wir haben keinen absoluten Überstar, außer jetzt halt so Lamine kommt langsam, Lewandowski. Aber in dem Alter, das wir liegen. Genau, genau. Und das ist echt krass, also, dass wir da immer noch so weit oben sind. Deswegen seid ihr auch, ich habe ja gefragt, wo sind die Barca-Trikots? Und ihr so, ja, die müssen neu bestellt werden, sind weg. Real ist doch da. Ja, ich weiß nicht, ob ich dich nach der Meinung fragen kann. Ich als Real-Fan, was sagst du zu den Jerseys? Das ist für ein Pullover, Alter. Man, jetzt hier mal dieses Trikot.
ich weiß, es fällt dir jetzt schwer, das zu bewerten, aber was würdest du objektiv zum Real-Jersey sagen? Weil ich feiere das brutal mit einer Jeans dazu. Also ich habe ehrlich gesagt, es ist mir nicht einmal aufgefallen, dass das hier so ein Muster hat. Mhm. Man achtet irgendwie nicht drauf. Ja, von Weitem siehst du es schwierig. Ja, genau. Und jetzt, wo ich sehe, was soll das sein? So Unendlichkeitszeichen oder was angedeutet? Das ist eine gute Frage. Für immer die Champions League-Sieger oder keine Ahnung. Ich finde das cleane Schwarze, ich mag immer cleane Trikots auch gerne. Klar, ich finde immer sowas Experimentelles wie das neue Auswärtstrikot von Deutschland nice. Aber Real ist für mich immer schwarzes Auswärtstrikot, fand ich immer am besten. Oh ja, das war dieses Jahr auch richtig stark, muss man sagen. Ja, vor allem so Retro-Trikots, Vintage, das kommt auch immer mehr. Also es kommt ja auch das R9-Trikot wieder raus von Brasilien, das ist halt ultra stark sowas. Ja. Aber trägst du auch Trikots so abseits vom Pitch als Lifestyle oder sagst 100, du? 100%. Also ab und zu safe. Gehe ich einfach mal in die Stadt mit dem Trikot, so Argentinien und so sehr gerne. Ja, vor allem, das hat sich auch krass entwickelt. Ich finde, wenn du jetzt in der Stadt guckst, wie viele Jugendliche mit Trikots wieder rumlaufen. Ja, das haben wir ja schon seit Jahren auch, dass Rapper und so Trikots anhaben in Musikvideos. Und nee, manchmal so im Sommer vor allem so mit kurzer Hose, dann schönes Trikot an, in die Stadt gehen. Safe. Finde ich schon geil. Aber noch eine abschließende Frage zu Real. Wenn du das Jersey jetzt siehst, das aktuelle, welcher Spieler kommt dir als erstes in den Bellingham, 100%. Bellingham. Safe, dachte ich auch direkt. Der eingeschlagen ist und natürlich Vinicius und so. Von wie das funktioniert. Das ist so ein junger Kader. Also da sind wir mal gespannt, wie es in der El Clasicos in Zukunft dann läuft. Ne? Ich bin gespannt, ob Real nächstes Jahr mehr Trikots... Eigentlich müssen sie mehr Trikots verkaufen als Barca. Bei den wieder, Spielen, ja. Wenn Mbappé auch kommt. Oh ja. Mit, ich glaube, Nummer 9 kriegt er dann. Ja. Die Nummer von Benzema. Mal schauen. Aber aktuell sind wir noch auf der 1. Dann haben wir natürlich hier noch kurz Bayern Dortmund am Start. Hier, schwarzes Trikot hast du ja schon angesprochen. Für mich ultra clean, sowas. Weil gelb und schwarz feiere ich. Was soll das genau sein, dieses Muster? Ich glaube, das ist hier, siehst du, so ein bisschen Stadtgrafik von Dortmund. Okay. Das ist quasi so ein bisschen übergespielt, dieser... Ist halt Borsigplatz. Borsigplatz, genau. Haben wir hier einmal und... Das ist ja der Kreisverkehr, jetzt wo du sagst, ich glaube schon, ja. Okay, wenn man es weiß, dann ist geil. Ja, vor allem, ich finde trotzdem, das Heimtrikot ist mir zu viel. Aber ich muss sagen, das hier finde ich schon sehr, sehr geil, weil da kommt das Wappen halt ganz anders zur Geltung. Stimmt, das neue Argentinien-Trikot, hast du das gesehen? Ja. So richtig nur Gold. Das ist so krank. Aber natürlich hier als Gegenspieler Bayern, wo schlägt da dein Herz mehr, Bayern oder Dortmund? Das ist halt voll klassisch. Achso, jetzt meinst du jetzt vom Trikot? Vereinsseitig? David, das Ding ist, also ich wohne viele Jahre schon in München, oder? Ja. Und ich bin jetzt kein Fan von Bayern, weißt du, aber genauso kein Fan von Dortmund. Wenn jetzt zum Beispiel Bayern gegen Real spielt in der Champions League, dann natürlich supporte ich die Bayern, aber wenn jetzt Dortmund gegen Eindhoven spielt, dann bin ich auch für Dortmund. Ja. Ne? Aber Fan, das sind ja auch immer viele verwirrt. Wieso trägst du das eine Trikot, dann einen Tag später das Trikot? Ich liebe einfach Fußball, aber wenn ich jetzt sage, ich bin Fan, dann wirklich nur vom Barca. Okay. So. Also vereinsseitig. Es kommt immer darauf an, wenn Bayern jetzt gegen, wie gesagt, gegen die Champions League spielen, aber wenn sie dann gegen Bremen spielen, wo dann irgendwie ein Kumpel von mir zockt, ne? Oder mehrere sogar, so Woltemar und so, dann natürlich bin ich dann auch für meine Kumpels, wenn sie gegen Bayern spielen. Weißt du, was ich meine? Aber da haben sie ja dieses Jahr auch, also bei Adidas ist ja lila schon so ein bisschen dieses Jahr die Farbe. Haben auch bei dem Jersey im Start, auch hier nochmal so einen kleinen Badge. Also jetzt rein vom Trikot finde ich das zum Beispiel fresher als das von Dortmund. Das ist auch geil gemacht. Wenn ich das Trikot sehe, habe ich Harry Kane im Kopf. Samir, ja, absolut. Das ist eigentlich immer noch, also es gab ja auch so ein bisschen Gesprächsstoff bei Bayern-Fans, weil es ja auch ein bisschen was anderes ist, aber ich finde gerade, das macht es ja auch mal aus, wieder was Neues zu machen. Es ist halt, das geht halt auch mehr in diese, ich finde es dann immer cool, wenn so, schau mal, weil das ist ja so voll Retro. Ja. Gibt's kein Muster, nichts, einfach nur weiß und rot. Vor allem das Wappen ist auch richtig geil mit den roten Sternen. Irgendwann müssen sie mal einen Kreis bilden, Alter. Ja, stimmt. Es wird langsam der Platz eng, ne? Und das ist dann also ein bisschen farbenfroh. Der was Klassisches will, kann sich das holen. Der andere, der das cool findet. Ist doch für jeden was dabei. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen Richtung Premier League. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn du die Wahl hättest. Wir haben hier noch das zum Beispiel, David, wenn du mich fragst, das finde ich, das ist für mich too much. Das finde ich nicht fresh. Das sieht ein bisschen nach Tennis aus, finde ich. Das finde ich auch nicht fresh. Das ist dann halt wieder Man United. Das ist ganz cool. Da haben wir hier ganz klassisch noch Tottenham. Aber mit dem Verein kann ich persönlich jetzt gar nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen. Ja, deswegen feiert man das Trikot dann auch nicht so sehr. Ne? Ich muss sagen, da komme ich schon noch mit.
Weil das sieht auch wieder so ein bisschen dieses Vintage-Retro von Man U, aber klar, ist halt eine Farbe, die man jetzt nicht so gewöhnt ist bei Manchester United. Was, ja. Vor allem das Logo hier finde ich halt so geil. Bei Man U generell. Das ist halt so Matrosen-Look-mäßig. Ja. Aber ist klar, ist Geschmackssache. Da muss ich sofort an so Bruno Fernandes denken. Ja, Mann. Mittlerweile, schade, dass man nicht mehr an Ronaldo denken muss, aber ja. Die Zeit ist vorbei. Bei Paris ist ja auch noch so ein bisschen Messi im Hinterkopf, muss man sagen, wenn man dieses Trikot hier. Ja, jetzt nicht mehr. Also jetzt ist der Verein mir wirklich, also ich habe ja wirklich nur die Spiele geguckt wegen Leo. Ja. Jetzt ist mir wirklich ziemlich. Wobei ich glaube, dass wenn jetzt Mbappé auch gehen wird, dann könnte so eine richtige Truppe mal wieder zusammenwachsen, die extrem kämpfen für das Wappen. Ja. So wie es ja eigentlich auch sein muss. Und vielleicht mal schauen, wird in ein paar Jahren einem der Verein ein bisschen sympathischer. Ich glaube, es ist schon wichtig, nicht immer einen Spieler zu bauen. Aber die Fans sind krass. Ja. Also, die haben krasse Fans. Aber was sagst du da zum Heimtrikot aktuell? Ist schön. Auf jeden Fall. Also es ist noch schön klassisch gemacht eigentlich. Schöner Streifen und so. Ich fand es mal geil, wenn davor Goat auf dem Ärmel steht. Ja. Haben die nicht mal den Sponsor? Ich glaube, nee, es war nur das Jahr. Vor allem, sie wollten ja eigentlich nur bei Messi mal das Goat-Zeichen drauf machen. Kennst du die Clips, wo er beim Aufwärmen einen Freistoß macht? Und in dem Moment, wo er den Freistoß reinhaut, switcht die Bande und dann auf Goat? Ja. So geil. Das war ein gutes Timing. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Jerseys am Start. Also auch Ajax beispielsweise. Ajax-Trikot finde ich zum Beispiel auch immer fresh. Ja, die Streifen sind so geil. Irgendwie klassisch gehalten. Wie riesig das Wappen auch ist, ne? Vom Zentralplatz hier, das ist immer eine Seltenheit eigentlich. Juve. Ja, das finde ich zum Beispiel, da finde ich die Blitze ist ein bisschen übertrieben. Ja. Und dieses Muster und so. Das haben wir hier, ist ja auch nochmal Juve. Das ist auch schon sehr... Ja, ja. Das finde ich zum Beispiel too much. So, das wir wollen, der Sponsor ist halt sehr... prägend hier. Und überleg mal, wie geil eigentlich Juve-Trikots immer sind. Ja. So clean, weiß, schwarz. Ja, das ist schon... Aber okay, mein Gott. Barca, wie gesagt, haben wir ja schon angesprochen, sehr, sehr beliebt. Aber ja. Was ist denn deine Meinung? Mit dem. Schau, die haben nur noch Babygröße. ja, also ich finde das Trikot super geil. Das erinnert irgendwie auch an alte Barca-Zeiten, finde ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Das kommt halt, ja, da haben sie jetzt noch diese Zacken da eingebaut, die hätte ich, glaube ich, weggelassen. Ja. Aber sonst finde ich es einfach clean, so ist halt so, wie man sich vorstellt. Und das haben sie ja auch neu gemacht mit diesen... Ja, aber das verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich check's auch nicht. Mit der Rauze. Ja, es ist nicht das beste Barca-Trikot in den letzten 15 Jahren. Aber man verbindet es halt auch immer mit einer erfolgreichen Saison. Ja, gut, ja, das stimmt auch wieder. Aber wenn du jetzt hier einen Flock auswählen müsstest bei Barca zu aktuellen Spielern... Lamine Yamal. Ansonsten hier immer noch international einer meiner Lieblingsvereine, Liverpool. Das ist sehr klassisch gehalten dagegen. Sehr, sehr clean. Das ist echt clean. Aber das macht auch Sinn, bei einem Heimtrikot mal was klassisch zu machen. Bei einem Auswärts- oder Third-Jerseys kann man ein bisschen mehr riskieren. Und ich muss sagen, kann man nichts falsch machen eigentlich. Ja, nee, ich finde es auch das neue Frankreich-Trikot. Ja. Das kommt jetzt, glaube ich, in ein paar Tagen wird es ja auch geliefert. Ja. Da fand ich es auch richtig nice, dass sie das Logo so extrem riesig gemacht haben. Ja, safe, so diesen 3D-Effekt dann und auch. Ich glaube, das ist auch so ähnlich wie das, oder? Von der Größe her? Vor allem bei Liverpool haben wir auch noch was Cooles, Aktuelles hier. Da gab es nämlich eine Kollektion mit LeBron James. Aber jetzt schau, auch das City-Trikot finde ich zum Beispiel fresh. Ja, ich muss sagen, City ist gar nicht mein Verein. Ich weiß, was du meinst, aber ich meine rein das Trikot-Design. Aber hier haben wir, das ist mit LeBron James entstanden von Liverpool. Auch ultra krass. Mit diesem bisschen türkisenen Gold. Und halt hier den Spruch von LeBron James am Start. Strive for greatness. Hier sein Logo und hier nochmal Liverpool in so einem... Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass es ein Koop war mit LeBron James. Aber also, wenn man natürlich dann... Hat er auch einen Anteil vom Verein, deswegen... Ach, ja stimmt. Wenn aber dann... also wenn du Basketball magst und LeBron und Liverpool-Fan auch noch bist, dann ist natürlich das Jackpot. Das Trikot. Von die Grafik ist halt krass gemacht. Ja, nee, sieht geil aus. Ist was Besonderes. Ist, glaube ich, auch ein bisschen gewagt, aber ist halt wieder ein bisschen der Fashion-Aspekt, muss man sagen. Aber von Weitem erkennst du es jetzt auch nicht unbedingt. Weißt du, was ich meine? Das ist halt auch wieder nur auf den zweiten Blick. Ja. Ich finde auch das geil, dieses Patch da unten. Safe, ja. Und nochmal die Kooperation. Ist echt gerade interessant, weil ich gucke halt die Trikots jetzt nie so im Detail allein, vor allem von den ganz verschiedenen Mannschaften. Wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen bei Real, dieses Muster. Ja, das ist das Ding, wenn du es im Stadion siehst von weiter weg. Und hier ist halt cool im Laden, weil man sieht jetzt hier so ganz verschiedene Mannschaften und alle auf einen Fleck. Ne? Ja, das. Nice. Paris wollen wir natürlich auch nochmal kurz hier mit Jordan ansprechen. Dann haben wir hier die beiden. Also hier ist nochmal das neue Third Jersey oder Fourth Jersey sogar mit Jordan. Ist schon gewagt.
Ich muss sagen, es gab schon stärkere PSG-Trikots die letzten Jahre. Ja, ich finde das geiler. Das ist besser. Das würde ich nicht holen. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal einen Switch zu den Schuhen, oder? Es sind ein paar sehr limitierte Schuhe am Start, die wir natürlich auch mal kurz ansprechen. Und hier sehen wir auch noch ganz kurz mit Block vor allem. Gibt es hier Argentinien-Trikot, David? Oder ist ausverkauft? Kommt erst. Kommt erst. Ach so, das Neue. Aber genau, jetzt ist es rausgekommen. Das heißt. Ah ja, da ist es. Oh Leute, schaut mal, was für Ehre, ne? Hier, ich habe noch hier einen Musiala-Vlog für mich abgestaubt. Ich das ja gesagt, sieht noch mal krasser aus mit Block. Schau mal, mit Nummer 10 sieht so fresh aus. Ich finde so geil, dass sie die Nummer 10 jetzt hat. Aber ich finde die Schrift hier ultra vorne geil. Vorne auch noch mal. Ja, ja, diese ja. Schrift da, diese 3D, das passt ultra zu diesem Clean. Safe morgen anziehen. Ja, das Musiala dieses Jahr, bin ich immer gespannt. Was glaubst du, wenn du einen Spieler nennen musst, DFB-Kader, der dieses Jahr der Unterschiedsspieler werden wird? Ja, ich, das ist jetzt die Standardantwort, die langweilige, aber Wirtz und Musiala. Aha. Ich glaube, wenn wir eine erfolgreiche EM spielen, dann werden die beiden als Duo, als Doppelpack, man merkt ja auch, wie geil die harmonieren. Ja, ja, vor allem in dem Alter, das ist... Toi, 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 kein, ist jetzt keiner sich mehr verletzt im Endspurt der Saison. Und ja, da haben wir ja das Stichwort. Ja, das wird's mit Nummer 17 auch sehr geil. Boah, das sieht schon sehr stark aus. Ich muss aber sagen, da kommt die Nummer irgendwie cooler rüber, dieses Schwarze mit diesem, hat mehr Kontrast. Ja. Aber ich finde es auch geil, ich sehe hier auch Musiala und hier irgendwie Wirtz bei dem Trikot. Safe, safe, ja. Boah, eine geile Nummer, ne? Ja, ich bin gespannt. Ich finde halt, die Mischung ist ganz cool aus den Erfahrenen. Gündogan, Kroos, dann davor die zwei Jungen mit Wirtz und Musiala, die wirbeln. Andrich jetzt noch. Ich finde, ja, das war eine geile Ausstellung. Ja, mal gespannt, was uns dieses Jahr erwartet. Aber da haben wir auch einen sehr legendären Schuh direkt mal parat. Mhm. Und zwar Adidas Predator. Dieses Jahr auch ein riesen Thema. Kommen wir auch zu den aktuellen Schuhen gleich mal. Hier so ein bisschen seltener. Ist es so ein Museumsstück oder was? Es ist schon definitiv ein Sammlerschuh. Also, okay. Also kann man hier auch nicht kaufen? Nee, das ist schon ein sehr, sehr limitierter Schuh. Aber sehr, sehr geiles Colorway. Ist schon ein bisschen länger raus. Frisch kam der hier beispielsweise. Ja, den habe ich schon mal gesehen auf Bildern. Nike VQLTN. Sehr, sehr krass, weil wenn du die Sohle anguckst, der Schuh ist schon... Ja, das sieht aus fast wie so ein Absatz. Ja, so ein... Das ist auch direkt übernommen quasi vom TN Sneakers, ja, dieses Jahr quasi Jubiläum. Und dann hat Nike zweimal einen Superfly und einmal einen Vapor bzw. rausgebracht. Und der Schuh wird dann auch noch exklusiv gespielt von Vinicius Junior. Ist halt natürlich als Ach, das ist der Schuh von Vinny. Ja, den hat Vinny getragen, auch jetzt im Länderspiel mit Brasilien. Und das sieht natürlich on-feed, wenn du hier die Sohle anguckst, mit diesem orangen und grau, also mit diesem Chrome-Effekt, das sieht schon... Stimmt, ja, noch so leichte lila Töne, ne? Ja, das ist schon brutal heftig geworden. Der Schuh ist auch extrem beliebt, instant sold out. Glaubst du, Vinny gewinnt mal Ballon d'Or? Muss. Muss? Ja, ich traue dem. Also das Problem ist, ich bin immer Fan davon, deswegen kann ich es nicht objektiv beurteilen. Ich würde es ihm ultra gönnen, aber ich gehe... Bist du Real-Fan, oder was? Ja. Alter. Das ist ein geiler Schuh. Ui. Das ist ein richtig geiler Schuh. Der 25th Anniversary Schuh, also 25 Jahre Nike McCule. Ist halt ganz klar, muss man jetzt auch wieder sagen, McCule R9 oder CR7 Schuh. Und der war dann limitiert auf 2500 Stück. Auch direkt sold out gegangen. Den kann man jetzt auch hier nicht mehr kaufen. Der ist direkt sold out, ja. Also das ist ein absoluter Sammlerschuh, den zu haben. Siehst du halt auch quasi die McCule-Grafik, die unterschiedlichen über die Jahre, die quasi bei Nike da. Und das ist die Schuhbox, in der der kommt? Genau, ja. Oha. Die ist regulär dabei. So quasi, wenn du aufmachst, hast du noch so eine kleine Box, dann so einen Samtbeutel dazu. Also das war schon sehr, sehr edel gemacht. Ich habe auch ehrlich gesagt, also es waren so die ersten Man United-Zeiten bei Cristiano. Ja. Also auch wenn ich Messi-Fan bin, die ersten Zeiten da bei ihm bei Man U, wie er die Tricks gemacht hat. Joga Bonito, hat jeder Ronaldo halt auch irgendwie mal versucht, auf dem Bolzplatz zu imitieren. Diese Warm-Up-Videos. Hat ihn gefeiert und natürlich wollte auch ich da die Mercurial-Schuhe haben wegen ihm. Ja, aber dann später hat man sich halt zu Messi auf jeden Fall deutlich mehr hingezogen gefühlt. Aber ja, Mercurial, absolut legendäres Modell bis heute, ne? Ja, es funktioniert halt optisch extrem geil mit diesem Gold hier noch. Aber fast so schade wie jetzt zum Spiel, ne? Ich weiß noch, sie haben auf einmal so diese Schuhrevolution gestartet. Es ging so ganz schnell, dass auf einmal die Schuhe so leicht geworden sind. Ja, wenn du dich an die ersten Mercurials erinnerst. Ja, aber trotzdem, die waren dann auf einmal so federleicht, so 150 Gramm oder was weiß ich, mit was die geworben haben. Und man dachte sich so, boah, ich brauche unbedingt diese Schuhe, aber die Originalen, weißt du, die teuren, man hat immer so gesagt, die Originalen waren halt immer so teuer. Und als Kind, ich habe meine Eltern, ich habe die so lange angebettelt, dass ich bitte einmal sowas bekomme. Und wenn man dann das hatte als kleine Junge, das war sowas Besonderes. Ja, ich habe damals auch nie die Originalen gespielt, weil man ist ja noch im Wachsen gewesen. Aber dann so ein Ronaldo oder die ganzen Stars. Als und man Schuhe dachte dann, man wird jetzt auch sofort Fußballprofi, wenn man einmal die Schuhe hat, ne? Ja, das denke ich mir heute noch, aber hat nicht funktioniert. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber zu den aktuellen Schuhen, weil das passt eigentlich ganz gut dazu.
Wir haben hier einmal eine Adidas Bootwall. Da haben wir auch die unterschiedlichsten Modelle. Ich denke, für dich wahrscheinlich direkt interessant wird dieser Schuh hier sein. Ich habe den echt noch nie gesehen. Ich hatte auch überlegt, mir den zu bestellen, weil es halt das Design wieder so fresh ist. Aber ich habe ja dann den anderen, da kommen wir, glaube ich, auch noch gleich drauf zu sprechen. Den, ich weiß, der auch limitiert? Das ist ein reguläres Modell an mir gewesen. Ist immer ein bisschen limitiert, aber jetzt nicht streng limitiert. Okay, verstehe, verstehe. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, ich habe das andere, jetzt brauche ich nicht nochmal das. Aber an sich das Design finde ich richtig geil. Ich finde auch die Sohle am geilsten eigentlich, dass wir hier noch so zweigeteilte hat. Das ist immer so schade, mit denen zu spielen. Ich würde mir den, glaube ich, kaufen, einfach nur hinstellen. Aber ich spiele eh nicht mehr so oft. Das ist quasi so der, also das sind jetzt die aktuellen Colorways dann, hier zum Beispiel ohne Schnürung. Ich weiß nicht, ob das, hast du mal einen Schuh ohne Schnürung? Ja, klar. Aber den hat ja Messi auch schon getragen, oder den roten? Genau, bei Adidas ist es immer so, dass die Spieler den Schuh vor Release schon tragen. Klar. Nike, Puma macht das zum Beispiel ein bisschen geheimer, dass bis zum Launch nicht unbedingt klar ist, wie der Schuh aussieht. Bei Adidas sind die Schuhe meistens schon 2 Wochen vorher dann beim Training zu sehen. Ich habe so einen Podcast-Ausschnitt gesehen letztens bei Prince Boateng, da hat er so eine Geschichte erzählt, dass er den Schuh geleakt hat von Ronaldinho oder so. Boah, bei Nike kommt das eigentlich nicht allzu gut an. Ja, ja. Aber jetzt in Rot, ich muss sagen, rote Fußballschuhe funktioniert für mich. Also ja, ich finde den auch geil, das ist clean. Aber natürlich würde ich mich eher für den entscheiden. Aber spielst du eher mit Schnürung oder ohne? Ist das bei dir, hast du dann Vorlieben? Ich glaube, meistens habe ich immer mit Schnüren gespielt. Ja, ich fühle mich da eigentlich auch ein bisschen wohler. Man fühlt sich irgendwie sicherer. Wenn du die richtige Fußform hast, dann funktioniert es. Weißt du was, der erste richtig teure Schuh war bei mir als Kind, war der, ich versuche ihn mal zu beschreiben, du bist ja eh das Brand im Schuhen. Das war... da stand 90 drauf, groß, ja. Also war das Total 90. T90, ja. Und es war so ein grüner und dann dieses Stoppel und dann rote Elemente. Ja, ja. Gab es vor kurzem als Remake in Gelb sogar. Wirklich? Ja. Du weißt, glaube ich, Kindheit habe ich auch gespielt, ja, ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Andres Iniesta hat mit dem Schuh gespielt oder irgendein Mittelfeldspieler. Ja. Und für mich war immer Messi, aber Messi war halt immer F50, aber ich fand Nike auch immer geil. Und ich habe ja im Mittelfeld gespielt, dann habe ich mich so mehr mit Iniesta, zumindest was Schuhe angeht, identifiziert. Ja. Und ja, dann dachte ich so, habe ich auch, weil die haben dann immer so geworben damit, dass du damit noch mehr Präzision hast, dass dann meine Pässe auch so elegant sind. Und ja, das war, glaube ich, den habe ich mir einmal zum Geburtstag gewünscht und meine Mutter hat den mir gekauft und das war für mich, boah, ja, das ist echt geil. Als ich weiß ihn ausgepackt habe, ja, genau, dieses Training. Ja. Geil. Damals war das noch so ein ganz besonderer Moment, weiß ich auch noch genau. Hier ansonsten haben wir noch klassisch Copper in Weiß. Ich finde bei so einem klassischen Fußballschuh ein Whiteout-Colorway immer extrem stark. Vor allem mit diesem Reflektieren. Der ist, also das ist ein Copper. Ja. Boah, ich kenne noch die alten Copper-Schuhe. Und das ist der Copper Pure, gibt es wahrscheinlich auch nochmal ein Update, aber da haben wir quasi so diese, geht es um das Thema Touch. Also, wenn man mit Grüße gehen raus an Felix oder Leo, die haben auf der 6 auch manchmal neben mir gespielt, damals im Fußballverein. Und die hatten immer diese Schuhe vom Kaiser, also vom Beckenbauer. Ja, ja. Die haben das Predator? Nee, nicht Predator. Oder Kaiser gibt es auch noch. Kaiser, ja. Ja, genau. Das ist immer so dieses typische so Libero, ja, ja. Abräumen. Gegen die müssen wir spielen. Also. Immer je nach Spielertyp trägt man dann auch die Schuhe. Ne? Aber das hier ist jetzt so ein absoluter Hype-Schuh dieses Jahr. Adidas hat den Predator quasi neu aufgesetzt. Ach, das ist der Predator, ja, genau. Das ist quasi so, davor war das wieder so ein bisschen moderner, jetzt hat man wieder so ein bisschen dieses Klassische genommen. Und das ist auch das brandneue Colorway, was jetzt auch Bellingham dann tragen wird. Also er trägt es mit Schuhzunge, aber da merkst du, da haben wir wieder das sind Bellingham-Schuhe? Ja, also er trägt den mit Schuhzunge, aber dieses Colorway quasi ist jetzt neu am Start. Ne? Glaubst du, was für so ein Bellingham ist es noch was Besonderes, wenn er so seinen eigenen Predator-Schuh bekommen würde? Ja, vor allem, wenn du überlegst, Predator, David Beckham, ist eigentlich das Gesicht von Predator gewesen, es muss ja eine Ultra-Ehre sein. Weil Pogba war immer das Gesicht zuletzt vom Predator, aber ist ja logischerweise jetzt nicht mehr möglich. Und jetzt Bellingham für so einen Schuh zu haben, so ein junger Spieler, der so im Hype ist. Aber der läuft gut, ja. Hast du gesagt, ne? Also das war jetzt hier der erste Drop, also der offizielle Drop. Gab ja schon viele limitierte Schuhe auch. Finde ich ein bisschen stärker als das jetzt hier, muss und ich sagen. Und im Store werden mehr Predator-Schuhe verkauft als von Messi, oder? Scheinbar ja. Krass. Also der Predator, hätte ich nicht gedacht. Ich finde halt geil, der ist jetzt wieder so weich geworden. Man hat immer dieses Oldschool-Touch. Ich muss auch sagen, jetzt, wir hatten kurz einen Kamerastopp. Je länger ich ihn jetzt in der Hand gehalten habe, desto mehr fand ich ihn auch cooler. Also es kommen auch ein paar hellere Colorways. Das finde ich immer, also ist bei dich eh so ein Thema helle Schuhe, dunkle Schuhe oder sagst du, es ist dir völlig egal? Also bei Schuhen ist ja immer noch was anderes. Bei Schuhen finde ich es auch cool, wenn die richtig auffällig sind. Ja. Kannst du dich auch mal was Klassisches tragen, aber keine Ahnung, als ich jetzt selber noch gekickt habe, fand ich es schon nice, wenn man so knallgrüne Schuhe hatte oder
Aber da brauchst du auch das Selbstvertrauen dazu, finde ich. Ich habe mich da mal gedacht, so, nicht, dass sie jetzt denken, ich bin der Ronaldo. Ja, ich glaube, wenn man so, also man hört es ja auch manchmal so, wenn du junger Profi bist. Ich habe auch viele Freunde, die halt dann auch schon professionell spielen. Und da kommt es nicht immer so gut an, wenn du als 17-Jähriger erstmal mit dem Profi spielst und dann knallrosa Schuhe hast. Ja. Ist halt immer das Thema. Also kommt drauf an, was für einen Trainer du dann auch erwischt, ne? Je nachdem, wie konservativ du bist. Sir Alex Ferguson damals, da war schwierig, wenn du keine schwarzen Schuhe hattest, dann war schon vorbei. Ne? Da war das ein bisschen anders. Mittlerweile ist es hier ganz bunt. Wir können auch mal kurz bei Puma vorbeischauen, weil gerade da ist dieses Thema bunt. Beim Puma Future in pink gehalten beispielsweise, haben wir genau diese pinke Farben. Wir haben ja gerade eben schon mal angesprochen. Das hier ist jetzt der aktuelle. Ist quasi so ein Sidepack gewesen. Puma Rush Pack nennt sich das. Aber jetzt, wenn ich jetzt einen nehmen müsste, würde ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich pink machen würde. Da musst du schon sehr selbstbewusst sein, ne? Aber ich glaube, sowas? Also siehst du dich auch eher beim Ultra generell oder jetzt von der Farbe? Das ist ja der Puma Future, so Neymar, Havertz. Hier haben wir Griezmann beispielsweise das oder Kingsley Coman. Also welchen trägt Neymar? Neymar trägt den hier. Ach, Neymar trägt den? Ja. Okay, aber dann finde ich, den viel geiler. Das ist von Kai Havertz genau. Das aktuelle Pack, das rauskam auch. Alter, Kai, hast du den geilsten erwischt. Also den finde ich am allerschönsten vom Puma. Oder auch ein Kanichaka, der trägt den auch. Kanichaka. Der ist auch eine Legende. Gibt es auch in schwarz, wenn man so ein bisschen klassischer halten möchte, aber ich sehe mich da eher bei hellen Farben. Ah, und jetzt zu Nike kommen wir jetzt gleich noch, zu Mbappé und so, würde mich auch sehr interessieren. Genau. Wir haben hier, das ist so der Speedboot, also Kingsley Coman ist so das Gesicht davon, weil wenn du mal in die Hand nimmst, das ist halt ultra leichter Fußballschuh. Ja. Aber klar, der ist sehr, sehr leicht, aber es muss natürlich auch Haltbarkeit sein, deswegen ist nicht mehr so dieses ganz extrem wie früher. Ich kenne noch die Zeiten, da hat man mit diesem Schlüssel bei den F50s. Ja, Tuning System. Crazy. Das heißt, ist auch ein bisschen standardmäßiger geworden, weil halt dieser Aufwand von früher, das macht man heute einfach nicht mehr, dass man sich selber draufschraubt und das immer, dieses Tunnelsystem hat ja nicht ganz also so. Du hast dann einmal Stollenschuhe an, okay. Genau, ja. Dann gibt es auch noch hier zum Beispiel der Schuh, den trägt Xavi Simmons beispielsweise. Oh. Es ist auch das Gesicht wie Bellingham beim Predator, ist Xavi quasi jetzt hier bei dem Schuh. Hat Puma ihn gesigned. Genau, also krasser Spieler in Zukunft. Gute Wahl, ja. Und es ist ein klassischer Schuh, deswegen coolen jungen Spieler mit reinzunehmen. Aber ich finde dieses Muster hier auch so geil in diesem Brush Pack. Aber ist halt eher so diese klassische Variante. Es gibt so viele Schuhe, crazy. Also Puma hat quasi drei Silos, wir haben dann quasi Speedboot. Ich finde Puma halt so Streetwear machen, die halt auch geile Sachen, ne? Nicht jetzt nicht nur Schuhe. Und man hat da quasi so alles, was man als Spieler braucht, unterschiedlich. Ah, der King steht auch noch hinten drauf. Ne? Der ganz legendäre Schuh. Zum Beispiel Lothar Matthäus hat den gespielt, Pelé hat den früher gespielt. Ich finde es immer so geil, wenn Fußballer halt irgendwie die Namen ihrer Kinder haben, dann auch die Flaggen und so. Kann man das auch eigentlich jetzt so sich personalisieren lassen? Genau, kannst du dir auch personalisieren. Das machen ja auch viele Spieler, oder beziehungsweise wenn die Verträge haben. Ja, weil wenn ich jetzt einen Schuh will, mit personalisieren. Im Store nicht, nee. Im Store nicht? Nee. Also es gibt die Spieler, wenn die Ausrüsterverträge haben, kriegen die es ja so zugeschickt, dass es sehr schön veredelt ist, weil finde ich auch immer cool. Das wird ja auch an ihren, das machen die aber auch, glaube ich, nicht bei jedem Topstar, oder? Oder nicht bei jedem, dass das an die Form angepasst wird von deinem Schuh? Genau, es gibt viele. An dem Fuß? Genau, ja, zum Beispiel, also bei Nike sind es Topspieler, wo zum Beispiel eine Anpassung kriegen, aber du kannst nicht jeden Spieler quasi Anpassungen. Aber wenn ich jetzt ein normaler Bundesligaspieler bin, ich gehe zu Nike und ich sage, hey, passt mir das bitte mal meinen Fuß an, dann machen die das nur für... Ja, also wie es intern genau läuft, weiß ich jetzt nicht. Okay. Ja, aber es gibt ja den Bundesligaspieler, die haben es aber auch nicht. Also ich glaube, das kommt schon auf den individuellen Kontakt dann wahrscheinlich auch an. Krass. Die Topstars sowieso, die haben alle Anpassungen, das ist klar. Das siehst du auch bei manchen Schuhen, dass die gar nicht das tragen, was eigentlich der normale Schuh wäre. Messi hat doch auch immer diese spezielle, diese Zunge will er doch immer haben, oder? Genau, und ich glaube, da können wir auch mal ganz kurz hier... Stimmt. Und was hier gerade noch frisch am Start ist... Da haben wir vorher drüber gequatscht. Uiuiui, frisch eingeliefert worden. Boah. Extra für dich. Sehr, sehr wild. Das ist sehr ich brauche keins, ne? Aber ich hätte es gerne mal gesehen. Aber das hier sieht ja brutal. Schau mal, wie groß das Logo ist. Ich sehe es auch zum ersten Mal. Das sieht aus wie ein Football-Shirt. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. NFL? Ja, Mann. So, aber fast schon ein Schiedsrichter-Outfit. Aber Nike hat abgeliefert mit dem hier. Das hier ist auch cool, aber ich muss sagen, das Blaue ist brutal. Das sieht aus wie so ein Streetwear-Trikot. Gibt's ja auch oder Baseball sogar ein bisschen. Ja, Baseball auch, ja. Schon sehr, sehr schön. Das ist stark gemacht. Hier muss ich einmal, ich glaube, das Cristiano, ist jetzt... Cristiano, oder was? Portugal? Das ist Portugal noch. Er hat nicht gespielt im Testspiel, ne? Hast du gesehen? Ja. Und trotzdem hat es ganz gut funktioniert bei Portugal, das ne? Das stimmt. Das finde ich... Ist halt klassisch gehalten. Ne? Ist klassisch. Um so ganz wenig grüne Details. Und das hier sieht halt geil aus, dieser Flock hier innen. Ja, es ist auf jeden Fall schön. Aber es ist keine 10 von 10, würde ich sagen. Das bei Frankreich ist schon... Ja,
ja, Frankreich muss man sagen, das hier, richtig krass. Aber wir wollten natürlich eigentlich hier mal ganz kurz noch über die Messi-Schuhe sprechen. Setzen wir uns einfach mal ganz kurz hin. Du hast ja gerade schon angesprochen, Messi spielt ihn eigentlich mit, zum Beispiel den hier hat er auch mit einer Schuhzunge gespielt, was du hier ja logischerweise nicht hast. Genau, das haben sie für ihn dann geändert. Du warst ja, hattest ja auch einmal die Ehre in dem Adidas, wie heißt das? Archiv. Archiv zu genau. sein. Ich habe auch den linken Schuh also in der Hand gehabt von Messi da und da war tatsächlich die Schuhzunge am Start, da konntest du es eigentlich ganz gut sehen. Den aktuellen haben wir ja gerade schon mal angesprochen gehabt. Das ist hier so für mich der krasseste. Ich habe dich auch eben gefragt, weil du hast ja, keine Ahnung, das ist ja deine Sammlung. Was ist der wertvollste? Und du meintest, das ist anscheinend... Also der WM-Schuh ganz Gold ist der noch wertvollere. Das war ja quasi das Remake. Den hast du auch zu Hause? Genau, aber der ist halt einfoliert oder halt in einem... Ich habe ja probiert, den irgendwie zu bekommen und es ging nicht. Ja, das war krass. Der war ja vor der WM, kam der ja raus. Und als er dann gewonnen hat, war halt die Nachfrage durch die Decke. Der war halt ganz Gold, aber... Den habe ich ergattert noch. Und den aber auch schöner, ehrlicherweise. Ja, ja, aber der andere ist natürlich, weil er hat ihn an und so, ne? Das Highlight hier mit dem Go-Zeichen, das ist halt schon... Absolut. Nee, das ist für mich wirklich so ein absoluter 11 von 10 Messi, Argentinien. Ja, die Farben sind Adidas Fußballschuh, richtig, richtig geil. Wenn du jetzt hier, ich habe ja mal 7 Exemplare dabei, wenn du die von Platz 7 bis Platz 1 sortieren müsstest, wie würdest du da... Also 1. Also stehen wir den mal ganz nach außen, hier ist die Nummer 1 jetzt. Das ist für mich halt... Schau, das ist. Ja, da haben wir es nämlich genau. Mit dem Schraubenzieher, ne? Ich würde rein aus Nostalgie gründen. Oh, hier auch Leo Messi. Von welchem Jahr ist der genau? Weißt du das? Boah, das weiß ich leider nicht. Also, ich bin eher CR7, wie du ja weißt. Für dich extra noch mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wo man die Sohlen aus. Es könnte schon vor 2010 noch gewesen sein, oder? Ich glaube, das Unit-System war weit vor 2010, ja. Ja. Deswegen. Ich nehme den mal aus Nostalgiegründen, so der Vintage-Messi. Ich glaube, das war vielleicht sogar 2007 oder so. Ja, genau. Also, 2007 habe ich jetzt als erstes Kopf gehabt, aber bin mir da tatsächlich jetzt. Wäre mal interessant, wenn du es rausfindest und dann einblenden im Video. Dann so ein Bild von ihm, wo er die anhatte. Also dann das oft. Hier sehe ich überall so lauter 100. War das wahrscheinlich für sein Jubiläum, wo er 100 Tore geknackt hat, oder wie? Nee, es gab quasi so ein Pack zur FIFA. Und das war quasi die einzige 100er-Wertung, hat Messi verdient. Das war dann quasi der Aufhänger. Geile Idee, aber. Ja. Es gab eigentlich stand immer 99 Pace oder so drauf. Und bei Messi haben sie dann 100 gemacht, weil er halt eigentlich so der... Speedframe, der ist schon auch richtig geil. Auch von innen so die Sohle. Top hier auch noch ein bisschen Carbon. Ja, das ist auch leider nicht mehr am Start, aber das ist halt mega stark. Ist es echtes Carbon? Ja, Carbonfasern. Carbonfasern. Also das heißt, wenn du beschleunigst, pushst du... Ich würde den auf die Nummer 3. Also ich würde den eigentlich auf die Nummer 2 setzen, rein vom Design, aber... Aber es geht ja um die Nostalgie auch, ne? Genau, genau, genau. Und sonst, der ist auch eigentlich ganz cool, aber ist jetzt auch nicht... Ja, ist okay. Ja, es erinnert mich immer an Lachs. Lachs? Ja, ein Wildlachs. Den finde ich, nee, das passt nicht zu Messi, so orange. So, mach ich mal so. Ja, der ist geil, der ist zum Beispiel clean, schau mal. Ja, der ist sehr clean. Zack. Der sieht geil aus. Machen wir mal so, 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 so. Da kann ich eigentlich mitgehen. Ich hätte die getauscht noch, ich finde den ein bisschen stärker als den hier, aber... Ja, aber der ist so ähnlich ja, zu... Ja, guter Punkt. Ja, das merkt man, das hat funktioniert. Dann hat man natürlich hier ein ähnliches Design am Start. Da haben sie halt rausgebracht, unlimitiert, auf Masse nochmal. Aber es ist schon, ich muss schon sagen, mit Abstand Nummer 1 hier. Aber wenn wir es bei Messi sind... Er hat ja auch mit dem Schuh schon ein paar Mal gespielt. Genau, ja. Und auch schon Freistoßtreffer und so erzielt. Das sieht unfittert auch anders clean aus, ne? Ja. Aber wer Messi sagt, muss auch Ronaldo sagen. Deswegen gehen wir mal zu Nike, oder? Gerne, gerne, sehr, sehr gerne. Da haben wir auch den aktuellen... Dreamspeed nennt sich das, ist von CR7, aber Mbappé spielt ihn. Das ist quasi so die Idee dahinter, dass Ronaldo das Vorbild für die Jugend ist, für die jungen Spieler. Absolut. Und da haben wir einmal hier den Nike Vapor am Start und den kennst du ja. Das ist der Ronaldo, der Mbappé-Schuh mit Schuhzunge, sage ich schon, also Socke hier oben. Habe ich auch gerne gespielt mit der Socke. Bist du eher High- oder Low-Cut, also Vapor oder Superfly? Ich glaube, ich würde schon mit dem... Ja, es ist halt noch mehr dieses... Superfly-Feeling halt, aber ich mag das eher, wenn ich keine Socke quasi in dem Knöchel habe, aber es ist ja persönliche Präferenz. Colorway-technisch ist es schon... Ich habe halt meistens immer diese Stutzen, ich weiß nicht, heutzutage ist ja die Stutzen nun schon, aber kennst du noch diese Stutzen, wo du so unten drunter... Oder du hast so unter deinen Fuß so eingeklammt und dann hast du quasi, hat die Socke dich nicht gestört. Ja, aber dann hast du immer noch hier dieses... Ja, genau. Aber jetzt weiß ich nicht, wahrscheinlich die richtigen Stutzen, wenn du Fußballern... Ja. Wobei, die schneiden die auch oft und so. Genau, aber dann tapest es oben weiter, deswegen... Gut, nee, der ist richtig geil. Grün haben wir vorhin darüber geredet. Also ich muss sagen, wenn du das hier siehst, denkst du ja auch an ein Trikot. Ich denke zum Beispiel direkt ans Nigeria-Trikot.
Ja, gibt's so dieses, ja, dieses krasse, wo auch so limitiert mal oder so gehypt war. Ist aber natürlich auffällig. Dagegen ist hier das aktuelle Pack. Das ist quasi die Schuhe, die auch in der Bundesliga getragen werden. Oder zum Beispiel jetzt, wo haben wir den Tiempo hier, den trägt zum Beispiel Musiala gerade aus diesem aktuellen Pack. Den finde ich zum Beispiel, boah. Der ist sehr geil, viel geiler, viel, viel geiler als der. Ja, das wirkt irgendwie so klassischer, ne? Das ist quasi Musiala ist jetzt auch. Tiempos hatte ich auch mal zu Hause. Das ist für mich auch ein richtiger 9,5 von 10 Schuh. Der ist top. Vom das Obermaterial halt hier. Ist kein Kleder mehr. Früher war das tierisches Leder. Jetzt hat Nike auf synthetisch gesetzt. Hat ein Obermaterial rausgebracht, was quasi wie Leder ist, nur halt kein tierischer Bestandteil. Das ist gut. Haben es echt cool gemacht und ich muss sagen, dieses Colorway. Was ist das? Ist das so ein Hallenschuh oder genau, was? Ja. Auch richtig stark. Also ist einer der beliebtesten Hallenschuhen eigentlich. Aber in der Halle, ja, das ist es ein bisschen beschränkter designtechnisch, muss man sagen. Dagegen hier auch ein absolut geiler Schuh. Das erinnert mich ein bisschen an Ronaldinho. Safe, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, alte Tiempo-Zeiten. Premier eigentlich quasi. Nike. Aber das, da denke ich auch zum Beispiel an Totti bei dem Schuh. Gab es ja auch mal so einen krassen. Der ist auch sehr, sehr nice. Ich finde halt goldene Schuhe. Oder die Sohle ist auch top. Hier nochmal mit dieser Blume da. Und das Swoosh-Logo ist auch so mitten in die das Blume ist geil. Eingearbeitet. Das ist sehr geil. Kommt das auch hier nochmal? Der Schuh ist auch super. Hinten an der Ferse. Oh Mann, Alter, David, nach dem Video, glaube ich, fange ich an, auch Schuhe zusammen zu schrauben. Was ist das? Ja, jetzt natürlich das ist der Auswahl. Das ist so der neueste Schuh. Da haben wir auch Haaland, spielt den quasi. Ach, Haaland spielt mit dem? Das ist quasi der neueste Schuh von Nike. Boah, der ist auch richtig nah. Vor allem, wenn du hier mal, der ist ultra weich. Hier fügt sich so ein bisschen an wie Wachs. Das ist also dieses extra klebrige Sein. Aber ja, Nike hat schon krasse Schuhe, muss man sagen. Colorway technisch, was sagst du? Mit diesem harten Cut hier auch, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Also ich finde den viel, viel, also ich finde, das ist schon sehr ähnlich. Ja, das, Aber ich würde zum Beispiel auf jeden Fall den bevorzugen im Vergleich zu dem. Ja, Colorway. Den finde ich noch am schwächsten. Also wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, glaube ich, würde ich, boah, das ist schwer, zwischen dem und dem, ich glaube, ich würde wegen Ronaldinho würde ich den unten. Den klassischen, ja, safe, fühle ich. Aber der von Musiala ist schon auch krass. Ja, von da hat es jetzt einiges getan, weil auch Haaland den Schuh spielt, das ist natürlich auch ein Spieler, der aktuell sehr, sehr viel im Hype ist. Gab es auch als Blackout-Colorway, aber so ein bisschen klassischer quasi gehalten. Dagegen haben wir hier noch so ein bisschen, kann man vielleicht noch erkennen. Das war der Mbappé-Schuh, ne? Das ist der Mbappé-Schuh, richtig. Ja, ist so verspielt. Ja, aber passt doch zu ihm so. Ja. So ein Ninja-Turtle. Das ist genau, und es soll ein bisschen dieses Anime zur Barca-Zeit aufgreifen. Ja, ja, ja. Was auch sehr, sehr geil war. Also den Schuh habe ich auch sehr krass gefeiert. War auch extrem beliebt, was Mbappé angeht. Da nimmt ja die Rolle von CR7 immer mehr ein. Deswegen große Fußstapfen. Ich bin gespannt, was für Schuhe die raushauen werden, wenn er zu Real wechselt. Oh ja, da bin ich mal echt gespannt. Komm. Safe, der erste Mbappé-Real-Schuh, da muss man zugreifen. Ja, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ihr wisst natürlich, auf dem Kanal wird alles gezeigt. Aber wenn du so jetzt einen Schuh abschließend hier wählen würdest an dieser Bootwall, Puma, Nike oder Adidas, welchen würdest du da? Eieiei, warte mal, lass mich mal kurz nochmal überlegen. Also Nike, ja. Okay. Ja, boah. Ganz, ganz schwer, David. Ich habe zwei im Kopf, wo ich eins von beiden, glaube ich, nimmst du. Also jetzt rein das Design, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir der Schuh extrem gut. Aber aus Nostalgiegründen würde ich trotzdem halt den von Nike nehmen. Ne? Ja, ich habe geschwankt zwischen, ob du den X von Messi nimmst oder den Nike Premier. Nee, den von Messi. Also der ist schon geil und so. Aber du hast ja den noch geiler. Ja, ja, genau. Wenn der jetzt hier stehen würde, dann würde ich den safe nehmen. Aber ich finde irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich so ein perfekter Fußballschuh. Sieht auch on-feed sehr, sehr stark aus. Gefällt mir gut. Aber sonst würde ich dann, glaube ich, also ich würde den nehmen. Wenn ich jetzt morgen auf den Fußballplatz gehen muss, wobei der passt eigentlich nicht so zu mir. Ich glaube, was zu mir am besten passt, muss ist dann wirklich, glaube ich, so ein, ich bin auch so ein, nein, so ein mit dem Dribbling auspacken wie Musiala.
Ja, der Schuh, das ist halt Kontrolle, das ist so die Kontrollschuh von Nike. Ja, ja, genau. Es ist ja auch eher so der für einen Mittelfeldspieler. Der ist auch ultra leicht geworden, also ist eine sehr, sehr gute Wahl, muss man sagen. Kannst ja. Da auch im Komfort kannst du da nicht viel falsch machen. Der passt sich angenehm an, für verschiedene Fußtypen geeignet, also. Genau. Also wäre ich jetzt irgendwie noch 13 oder so, würde ich wahrscheinlich einen knallauffälligen Schuh nehmen, wie den grünen ja. Oder so. Oder hier sowas, Mbappé, der ist ja auch geil. Oder über den haben wir gar nicht geredet. Der sieht auch, der ist wunderschön. Vielleicht also, doch ein Superflyer, ne? Nee, also jetzt rein, wenn ich jetzt nur vom Optischen gehe, würde ich wahrscheinlich, fände ich sowas geil. Und ich glaube, sowas kommt auch bei den Kids mit am besten an. Safe. Aber jetzt für mich persönlich, da würde ich mich drin sehen. Nike Tempo ist also die Wahl. Ihr könnt gerne mal euren Lieblingsschuh hier aus der Bootwall unten in den Kommentaren dalassen.